Hallo und willkommen bei Garten und Hühnerliebe. Ja, es ist heute wieder sehr heiß. Es geht ein Wind und das ist ein perfekter Zeitpunkt zum Dörren. Ja, das möchte ich heute machen. Das ist ein großes Sieb voll Tomaten. Hier im Vergleich so ein normales Sieb. Ja, heute kommt noch mehr Ernte. So viel habe ich ungefähr alle 2 Tage im Moment. Ich habe schon Tomatensuppe eingekocht. Und heute möchte ich aber dörren. Man braucht nicht unbedingt einen Dörrautomaten, um zu dörren. Ja, ich mache es jetzt heute mit einfachen Mitteln. Wir wollen uns noch selber was bauen zum Dörren, aber es geht auch mit einfachen Mitteln. Brauchen wir hier die Tomaten. Dann habe ich hier ein Insektenschutznetz in Schwarz. Das zieht schön die Sonne an, aber dann können auch keine Insekten dran draußen. Ja, das muss dann mit. Ja, und ganz simpel dazu Backbleche. Da lege ich die Tomaten dann drauf. Das ist schwarz. Das zieht natürlich auch die Sonne an. Das wird richtig heiß auf dem Backblech. Also gut zum Dörren. Ja, dann schneide ich die Tomaten jetzt einfach in Scheiben, lege die da drauf. Und noch ein Tipp: Käsemesser. Optimal zum Tomatenschneiden. Wirklich optimal. Weil selbst wenn die hier, ihr seht, so weich sind schon, kann man die ganz fein schneiden, ohne dass die zermatschen. Da sind die Tomaten. Die stelle ich jetzt einfach auf den Tisch. Weil hier scheint fast den ganzen Tag die Sonne drauf. Dann mache ich hier das Mückennetz drüber. Das ist mit Magneten beschwert. So, die Magnete. Upsa. Die Magnete, die heften sich hier gerade an. Auf der einen Seite leider nur, aber das reicht mir. Ja, da könnte ich noch viel mehr drunter packen. Das ist halt so ein schwarzes Mückenschutznetz, Insektenschutznetz für Türen. Und ja, das eignet sich jetzt gerade optimal hierfür. Also, ihr seht, hier sind die gedörrten Tomaten. Das hat funktioniert. Ja, lässt sich stellenweise ein bisschen schlecht vom Backblech abmachen. Aber insgesamt dafür, dass man kein Geld ausgeben muss für einen Dörrautomaten, keinen Strom verbraucht, quasi nur die Backbleche und ein Mückenschutznetz braucht. Ja, ist das schon ganz gut gelungen. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal, aber mit Backpapier. Mal gucken, ob das auch gut funktioniert. Bring das jetzt raus in die Sonne. Das Netz wieder drüber und dann schauen wir mal. Die gedörrten Tomaten, das hat auch funktioniert. Da habe ich jetzt ein paar Backbleche schon von gemacht. Ja, ist eine super Sache. Das hat allerdings länger gedauert, als wenn es direkt auf dem schwarzen Backblech liegt. Ja, dann fülle ich das in so Boxen hier ab und habe meinen Vorrat an gedörrten Tomaten. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.